Kräftig und mit enormer Muskelkraft in die Höhe gerissen und gestoßen, wurden die Hantel von den Mädchen und Buben bei den österreichischen Schülermeisterschaften im Gewichtheben am Samstag, dem 24. Oktober im Veranstaltungszentrum Buchkirchen. Die Verantwortlichen der Union Buchkirchen haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um einen fairen Wettbewerb durchführen zu können. Die Corona-Maßnahmen ist schon eine Herausforderung gewesen, dass wir das alles zusammenbringen. Aber wir haben gesagt, wir machen es, weil es wird eh so viel abgesagt und die Jugend braucht einfach einen Ansporn, dass es Wettkämpfe sind. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir durchziehen, den Wettkampf. Natürlich ist die Bühne auch für die schweren Lasten der Gewichtheber ausgelegt. Ist natürlich klasse, dass jetzt die Staatsmeisterschaften bei uns in Buchkirchen stattfinden, weil wir haben ja damals beim Bau das Veranstaltungszentrum das extra so gemacht, dass die Bühne eben diese Belastungen aushält. Gewichtheben hat schon Tradition in Buchkirchen und man war auch sehr erfolgreich in der Vergangenheit. Ich war aktiver Gewichtheber eher im Nachwuchs, Jugend und Junioren. Und wir haben da recht eine gute Truppen gehabt mit Freunden von mir. Da waren wir sehr stark und haben auch bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften und Staatsmeisterschaften Titel und Medaillen nach Buchkirchen geholt. Bei dieser Kraftsportart, die zur Schwerathletik gehört, ist vor allem Muskelkraft gefragt. Auch Bürgermeisterin Rieder stellte ihre Muskelkraft unter Beweis. Natürlich außer Konkurrenz. 15 Kilo, kein Problem für sie. Wenn man halt eine gute Rückenmuskulatur hat, dass man halt beim Häuselbauen dann auch gut auskommt, wenn man mal Gewichtheben gemacht hat. Vor allem, es ist spannend, wenn man die Dirndl schon sieht und das wird immer mehr. Und die schauen so ganz dünn aus und können dann doch das ganze Gewicht heben. Also das ist, aber es liegt angeblich an der Technik. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen machen es nicht gerade leicht, einen Wettkampf durchzuführen. Wie sieht das der Corona-Beauftragte? Ja, im Prinzip geht es mir heute relativ gut. Es gab sehr gute Vorbereitungen und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass man dass alles vorbereitet ist, dass die Regeln dann eingehalten werden können. Und heute, glaube ich, geht es bis auf kleine Ausnahmen sehr gut. Die Schülerinnen und Schüler traten in den Kategorien U9, U11 und U13 an. 6 Teilnehmer waren von der Union Buchkirchen. Ja, es ist eh beeindruckend, was die jungen Burschen und Mädchen alle nur für Leistungen bringen. Speziell heuer war es ja ganz schwierig, weil einfach das Corona-bedingt das Training auch nicht so einfach war. Es war der Lockdown, da war gar kein Training. Sie haben erst wieder im Juli anfangen dürfen mit dem Training. Das passiert ja alles indoor und darum ist auch für die Jungen ganz wichtig, dass die Veranstaltung heute stattfindet in Buchkirchen, diese Staatsmeisterschaft der Schüler, weil wenn man trainiert, dann will man es auch mal zeigen, was man geleistet hat im Training und da ist so ein Wettkampf natürlich und eine öffentliche Bühne ganz wichtig. Neben dem reinen Gewichtheben gab es auch den Mehrkampf. Dieser wurde in der Turnhalle der Mittelschule durchgeführt. Ja, bei dem Mehrkampf haben wir eben das Laufen, einen 30-Meter-Sprint. Dann die zweite Disziplin ist ein Dreisprung, beidbeinig, also dreimal hintereinander für die Kleinen und die Größeren machen einen Fünfsprung. Und dann noch der Kugelwurf. Hier wird eine Kugel beidhändig nach hinten geworfen und da gibt es dann natürlich auch schwerere Kugeln für den Älteren. Das ist dann eigentlich der österreichische Meistertitel im Mehrkampf.
Die Schülerinnen und Schüler waren mit voller Begeisterung dabei. Interessant ist zu erfahren, wie sie zu dieser Sportart gekommen sind. Es gibt so eine Ferienpassaktion, wo man so, da gibt es so eine Kraft frei. Und da habe ich halt mitgemacht, das ist genau dasselbe. Und da hat mein Freund, der Moritz, ist dann Zweiter geworden, der hat sich dann aufgeregt. Und dann wollte er trainieren gehen und so, da hat er mich dann gefragt, ob ich mitgehen will. Und dann habe ich gesagt, ja. So bin ich dann hergekommen. Ich treffe meine ganzen Freunde und die Leichtathletik und das Gewichtheben macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, das macht auch sehr viel Spaß, weil ich bin da auch sehr gut drin und ich möchte da auch mich immer mehr verbessern. Also wir haben ganz am Anfang mit einem Stock angefangen und da habe ich das alles gelernt. Und dann sind wir immer auf mehr Gewicht gegangen und dann bin ich auch immer besser geworden. Finde ich schon eine sehr wichtige Sektion, vor allem weil es eigentlich die einzigen sind, die wirklich an so Meisterschaften teilnehmen und das relativ erfolgreich, muss ich sagen. Und wir sind auch sehr stolz als Union Buchkirchen, dass wir mal so eine Veranstaltung da in Buchkirchen austragen dürfen und dass die das so super gemeistert haben, trotz der Auflagen. Leider haben halt nicht so viel Kummer können zum Zuschauen, das finde ich schade für die Kinder. Aber trotzdem Hochachtung, dass sie das so konzentriert durchziehen und so voller Elan, obwohl ich nicht so viel zuschauen können. Bei der Siegerehrung wurden die Urkunden und Pokale verteilt. Aber in Wirklichkeit waren alle Sieger, die mitgemacht haben.